Oh, Alter, was geht ab, Leitonge? Ich habe einen Bubble Tea Laden entdeckt. Eigentlich habe ich schon jede in München getestet, aber es gibt so Underground, Undercover, die ich noch nicht, die findet man nicht. Die bieten einfach so Bubble Tea an. Und hier war ein krasser Dönerladen, habe ich mir geholt. Django's nennt er sich, auch ein bisschen gehypt. Franklin hat den mal getestet oder ist einer seiner Lieblingsdöner in München. Und das ist so ein, auch so Food-YouTuber in München, der ist sogar relativ groß. Und das habe ich mir jetzt gegönnt. Sieht saftig aus. Oldschool Döner. Nicht mit diesem Sandwich-Style. Sieht alles fresh aus. Mm. Der ist echt gut, Mann. Oldschool, kein Gemüsezeugs. Einfach Kraut, Gurken, Tomaten. Soße. Kein Sandwichform. Brot und Fleisch ist mir ein bisschen zu hart. An manchen Stellen ist das Fleisch ein bisschen zu knusprig, zu hart. Und das Brot ist auch ein bisschen nicht mehr so fluffig. Aber Soße, Geschmack ist geil. Der Döner war krass. Top 5 sogar, würde ich sagen. Der war echt krass. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon lange keinen Döner mehr gegessen habe. Jetzt gönne ich mir, also ich habe schon überlegt, ob ich ihn mir nicht gönnen soll, weil höchstwahrscheinlich wird er nicht so gut sein. Aber wir wollen ja auch die Leute supporten. Hey, die bieten Bubble Tea an. Wahrscheinlich freuen die sich, dass mal Bubble Tea verkauft wird. Deswegen gehen wir mal ran. Das ist er. Es gab keine Teesorten, also es gab nur einen Tee. Und sonst war alles, alle Milk Teas. Nur mit Geschmack, also Fruchtgeschmack. Ich bin sehr gespannt. Und ich mache mir ein bisschen zu viele Sorgen um die. Also anscheinend ist hier eine Schule nebenan. Und in der Pause oder so gehen die direkt zu Django's, den saftigen Döner sich gönnen. Und zu dem Asiaten Bubble Tea gönnen. Also mache ich mir zu viele Sorgen. Aber trotzdem. Taste Test. Schlecht ist nicht, das ist ja nicht meine Art Bubble Tea. Das ist zu fruchtig, ich mag das nicht. Aber schlecht ist echt nicht. Ich höre schon wieder hier. Das ist immer noch ein Problemkind. Bezüglich Hongs Tour Nummer 2, Sendlinger Tor Tour. Ein Stop, ein Rätsel. Und ihr wisst nicht genau, wie wir das hier formulieren wollen, was wir da für ein Rätsel hinhauen wollen. Ja, ich hatte jetzt ein paar Ideen, habe ich meinem Kollegen rübergeschickt. Und jetzt schicke ich mich kurz dahin und schicke ein paar E-Mails und Sprachnachrichten und dies, das. Weil ich kann ja zum Glück überall alles machen, deswegen machen wir das. Und davon wollte ich ein paar Behind the Scenes machen. Da würdest du ins Spiel kommen. Los! So, wieder zu Hause, Leute. Ich spule nochmal zurück. Kann man das? Hört mal zu, was Dr. Julian Hoss sagt. Er hat halt dasselbe Problem wie wir mit dem Hate. Und ich dachte halt, okay, das sind die halt die Pogo-Leute, die nicht loslassen können. Aber vielleicht ist es einfach ein allgemeines. Schaut's mal. Wenn du Kohle gemacht oder wenn du in den Charts warst. Wenn eine Hip-Hop-Band, also ich komme aus einer Zeit, wenn eine Hip-Hop-Band in den Charts war, dann wurde die gehasst. Fantastische Spiele oder Rödelheim Hardtime, wo ja so. Wartet. Je erfolgreicher die war, desto mehr hieß es Sellout und weiß ich nicht was. Und das ist so ein bisschen noch dieser Mindset, der da ein bisschen herrscht. Man muss sich eigentlich eher dafür schämen, wenn man... Digga, der labert zu viel. Reich ist oder lass Julia reden. ...gemacht hat oder einen Weg gefunden hat oder so. Das wird eher negativ angesehen. Mhm. Ja, ist eigentlich schockierend, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? Ja, vor allen Dingen, man kann ja da... Also, wie Digga! Aber dass du dann merkst, sie ne? Oder einfach da sitzen und sagen, ne? Oder. Ich wollte ja eigentlich dankbar sein, dass es dann nett gefunden hat. Weil du darüber nachdenkst, ne? Ja, vor allen Dingen, man kann ja da, also wie du es ja auch gesagt hast mit deinem Video oder so, man sollte ja eigentlich dankbar sein, dass es dann Menschen gibt, die einem sagen, pass mal auf, so hab ich's gemacht. Ja, Mann. Ja, ne? Oder einfach da sitzen und sagen, scheißegal, ich meine, es ist zwar nett, dass der jetzt da 2,5 Stunden drüber redet, der 100 Millionen gemacht hat, interessiert mich nicht, tschüss. Aber dass du dann merkst, dass die Leute Energie aufbringen, Zeit aufbringen,
und da nochmal ein Hate-Kommentar drunter schreiben, denke ich mir jedes Mal, wow, Mann, hey, oder Frau, in deinem Leben, hey, muss es dir echt gerade voll scheiße gehen. Ich habe das noch nie in meinem Leben getan. Deshalb, ja, ich denke mir jedes Mal, also da muss es echt, in deinem Leben muss es einfach echt scheiße sein, sonst würde es wahrscheinlich nicht machen. Es ist natürlich auch einfach so ein Ist das so? Fällt euch irgendwas auf, Leute? Es ist weg. Es ist gerissen. Ich wollte es ganz hochziehen. Dann ist es gerissen und der Rest ist hier rein, direkt reingesogen worden. Also, ich habe schon auf Insta gepostet, die meinten hier aufmachen. Dann kann ich es wieder rausziehen, offensichtlich. Aber was bringt mir das, wenn es gerissen ist und dann nicht mehr hier dran befestigt ist? Leidend. Okay Leute, heute ist es soweit. Wir machen den Doktortitel im Ryo-Haki. Wir schauen uns die neue Haki-Art an und wir versuchen dieses Kennt ihr den? Das ist Kage. Den habe ich angeschrieben für eine Kooperation. Nee, nicht für Hungstour, das macht gar keinen Sinn. Sondern für Groups. Mein Auftraggeber für so eine Gruppen-App, Chat-Gruppe, App, was? Ihr wisst, was ich meine. Schaut auch da gerne vorbei. Nicht gesponsert, weil Arbeitgeber, aber meine Aufgabe ist es jetzt, verschiedene Gruppen zu starten und das ins Rollen zu bringen und dass da Diskussionen entstehen und die auch bleiben und verschiedene Themen. Ich habe mich natürlich für Anime und Manga entschieden, ihr wisst, große Anime und Manga Lover, ja, Lover würde ich sogar sagen, leidenschaftlich. Eine Liste von meinen aktuellen Manga, die ich lese, wird folgen und da habe ich mal angeschrieben, Kaga hat Interesse, der ist aber auch schon eigentlich so die höchste Liga-Stufe von denen, die ich angeschrieben habe. Weil zum Beispiel Ruffy oder One Piece Theoretiker habe ich nicht mehr angeschrieben, weil die sind schon zu viel. Und der Auftraggeber meinte auch eher so Richtung 10k bis 20k. Und da habe ich auch ein paar angeschrieben, da sind auch ein paar interessiert. Ja, das wird dann mit dem jetzt besprochen und dann finalisiert. Und das ist dann nämlich, dass ich selber noch mit einer schreiben muss für Sonntag. Denn ich habe auch eine Influencerin am Start. Und da habe ich noch nicht die Details klar gemacht, wie viel sie will, was wir alles kriegen, was genau. Story Highlight und so weiter und so fort, muss man natürlich alles abklären, genau festhalten und was sie dafür kriegt und dies, das und das. Und dann natürlich, ob sie Sonntag Zeit hat, weil Sonntag entsteht spontan ein Shoot. Da drehen wir noch ein paar andere Sachen, fotografieren noch ein paar Sachen, die wir für die Tour brauchen. Da habe ich noch, also das macht eine Kollegin und dann habe ich noch einen Kollegen geholt, der macht von dem Ganzen dann Behind the Scenes. Und dann passend dazu wäre auch noch die Influencerin am Start. Also wäre perfekt, wenn sie könnte. Deswegen muss ich ihr auf jeden Fall heute schreiben. Und was ich heute auch noch unbedingt machen muss, ist nochmal auf Fiverr gehen und da Sachen für die Jungs bezüglich den Emotes und Badges und sowas und einfach Designs klar machen, weil ihr wisst, Freitag auf Samstag 24 Stunden Livestream. Okay, das wird nicht bis dahin fertig. Also die ich kontaktiert hatte, die ich ganz gut fand, die meinte sie wird frühestens in einem Monat fertig. Deswegen schaue ich mich nochmal um, Alter. Mein Gott, das war vor einem Monat. Alter, das letzte Mal, wo ich diese Influencerin geschrieben habe, ich so, hi, ich wollte nur Bescheid geben, dass wir dich nicht vergessen haben. Das Wetter war ja nur mega schlecht in der Zeit, aber langsam wird es ja wieder mit dem Wetter. Das war vor einem Monat und seitdem habe ich mich immer noch nicht bei der gemeldet. Hi, Homie, der von der Rätseltour. Ich hoffe, du bist immer noch interessiert. Ich sehe gerade, das letzte Mal, wo ich dir geschrieben habe, war vor einem Monat. Sorry, dass wir ein bisschen verpeilt wirken, aber ja, hat sich halt bisher nicht ergeben. Wäre cool, also Sonntag würde sich was ergeben bei uns. Wäre cool, wenn du da spontan Zeit hättest. Und ansonsten würde ich gerne davon natürlich noch ein bisschen was besprechen, genau was wir alles brauchen und haben wollen und natürlich auch, was du gerne hättest. Und ja, sorry für die lange Zeit dazwischen, wo nichts war. Und wie gesagt, ich hoffe, du hast noch Interesse daran. Ja, und das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, gerne liken, subscriben, kommentieren. Schickt die Views ab, folgt uns auf Instagram, nicht Facebook. Nicht Twitter, sondern Twitch. Am Wochenende, Freitag auf Samstag, 24 Stunden Livestream mit Nico Away und John Banks. Und natürlich mir, ohne mir geht gar nichts. Investiert in Bitcoin.